Im Baltimore-Fall ließ der zuständige Staatssekretär Paul F. Hammerstedt verlauten, dass selbst ein mögliches Fehlverhalten einzelner Beamter auf dem Revier Forest Gate keine Rückschlüsse zulasse auf die allgemeine Qualität der Londoner Polizeiarbeit. Die Fresse. Das kann aber nicht wahr sein. 10 Grad, blauer Himmel und kaum Verkehr auf der Barking Road. Auf der anderen Straßenseite das finstere Gebäude der Rokeby-Gesamtschule. Die meisten Klassenräume waren noch dunkel, auch wenn sich das Gebäude langsam mit Leben füllte. Scheiße, was erwartete Shenmi von mir? Dass ich Tian wie eine Stalkerin folgte, um sicherzustellen, dass in seiner Federtasche auch ja kein Gras versteckt war? Aber vielleicht hatte meine schlechte Laune ja auch einen anderen Grund. Weniger als 2 Stunden Schlaf, nachdem Sinclair und ich gegen 4 Uhr morgens von unserer Tour de Scheiße unter dem Landpoint Tower zurückgekehrt waren. Klamotten in die Waschmaschine. Abduschen, einseifen, abduschen, nochmal einseifen, nochmal abduschen. Fast eine halbe Stunde lang, bis mir das Wasser fast die Haut vom Körper geschält hatte. Ein Junge, der sich allein dem Eingang näherte. Den abgewetzten Nylonrucksack hatte ich zuletzt Sonntagnacht im Fußgängertunnel in Woolwich gesehen. Was machte Troy hier, über 2 Meilen von Woolwich entfernt? Die Antwort hieß vermutlich Wallace. Troys Quelle in Sachen Gras, Pillen und Greater Age, dem die Riesenspinne vor dem Nordeingang des Woolwich-Tunnels den Oberarm in Fetzen geschnitten hatte. Jetzt musste Troy sich die Ware direkt in Canning Town besorgen. Unter den Augen der verdammten Schulbibliothekarinnen. Von wegen, Junge. Ein Maserati. Er hielt direkt vor dem Eingang. Fuck. Ein Quattroporte 5, dunkelrot. Fuck. Handy. Scheiße. Kamera an. Ich vergrößerte den Ausschnitt, bis ich das Nummernschild erkennen konnte. Yep. Leck mich 62 FTG. Es war die Karre aus Easton. Aus der Nacht im Frühjahr, als Eddie aus dem Baumhaus gekracht war und wir die beiden Taschen mit Greater Age sichergestellt hatten. Troy stieg hinten ein. Und nichts passierte. Der Wagen stand einfach nur da. Scheiben verdunkelt, die Felgen blitzten in der Sonne. Die Seitenscheibe der Fahrertür fuhr runter. Hochgeschobener Ärmel, fleischiger Unterarm. Der Gestank nach altem Schweiß war auf einmal wieder ganz nah. Und der Druck meiner eigenen Beretta am Hinterkopf. Ich könnte dir jetzt eine Kugel in den Schädel jagen. Kein Schwein würde das kümmern. Hast du kapiert? Vielleicht verabreden wir uns mal. Oder ich komme einfach so bei dir vorbei. Ohne Termin. Wie du bei mir. Verdammtes Arschloch. Ich versuchte, weitere Fotos zu schießen. Aber meine Finger waren kalt wie Eis. Big Jellyfish warf die Kippe auf den Asphalt und ließ die Scheibe hochfahren. Ein zweiter Junge, der sich näherte, unsicher nach rechts und links sah und dann wie Troy hastig hinten einstieg. Fuck. Es war Tian. Benjamin Shelford. Okay, hab's notiert. Sie sagen, er hat bei Ihnen gearbeitet, ist aber vor ein paar Tagen entlassen worden. Und aus welchem Grund? Die Dame am Telefon, eine Anwältin namens Lancashire, erging sich in Andeutungen über Disziplinprobleme.
Für eine genauere Auskunft bräuchten wir allerdings... Einen richterlichen Beschluss, ist klar. Ja. Aus Shelfords Akte geht hervor, dass er mal Kampfsporttraining gemacht hat. Oh, und es gab eine Festnahme, bei der er einem Kollegen fast den Kiefer gebrochen hat. Festnahme? Weswegen? Wegen illegaler Raves. Was auch immer das sein soll. Seien Sie auf jeden Fall vorsichtig. Für den Fall, dass er sich doch noch auf dem Abteigelände aufhält. Klar. Ich stellte meinen Dienstwagen in einer Seitenstraße der Woolwich Road ab und näherte mich durch den Wald aus südlicher Richtung kommend der Abteiruine, bis ich abermals die Anhöhe mit der Erle erreichte. Diesmal würde ich mich nicht mit einem oberflächlichen Blick zufrieden geben. Ja, der Holzzaun umfasst das komplette Areal mit den Resten der Abteimauern. Darüber hinaus 14 Wohncontainer, die alle auf der Westseite untergebracht sind, und laufende Patrouillen. 2 oder 4 Einsatzkräfte. Wahrscheinlich bewaffnet. Sie auf der Baltimore? Könnte dieselbe Truppe sein, von hier aus schwer zu sagen. Und die Container? Unterkünfte, meiner Meinung nach. Okay. Inklusive Verwaltung, Speisesaal, Toiletten und so weiter. Ein richtiges kleines Dorf. Angeordnet um die Lodge, in der angeblich Richard DeLucy gearbeitet hatte. Die Verwaltung wovon zum Teufel? Fragen Sie Hammerstedt. Ich dachte, der hat das alles hier angeordnet. Laut offizieller Stellungnahme des Innenministeriums wurde die Absperrung im Rahmen einer Public-Private Partnership von einer privaten Sicherheitsfirma übernommen. Seaways. Ja, eine Unterabteilung, die in Sicherheitsfragen mit der Polizei kooperiert. Dann brauchen wir wohl doch einen Beschluss. Zumindest für das Gelände hier. Gegen Hammersteds ausdrücklichen Willen. Vergessen Sie es. Ich soll improvisieren? Ich muss zur Anhörung, John. Machen Sie mir bitte keinen Kummer. Ich habe mich noch nicht von Ihrem letzten Tod erholt. Viel Glück, Gav. Ja, Ihnen auch. Oh Mann. Der Pfad führte den Abhang hinab bis zu einer knorrigen Buche direkt vor dem Bauzaun, der zusätzlich mit Stacheldraht gesichert war. Leuchtdioden in regelmäßigen Abständen. Und Stromkabel, die wahrscheinlich nicht nur dazu da waren, die Kameras zu versorgen, die in Abständen von etwa 20 Yards auf dem Zaun angebracht worden waren. Warum diese doppelte und dreifache Absicherung? Damit niemand das Gelände unbemerkt betreten konnte? Oder damit niemand rauskam? Ich trat unter einen Ast, der sich außerhalb der Kamerafelder Richtung Zaun streckte. Kurz bevor er die Bretter erreichte, war er abgebrochen. Das Astende war in den Morast geklatscht. Fauliges Herbstlaub? Oder? Gibt's doch gar nicht. Auch die Gräser vor dem Zaun waren braun und teilweise verfault. Na komm. Ich kletterte auf den Baum. Oh, Himmel. Ich musste gar nicht bis nach vorn zur Bruchstelle kriechen, um zu erkennen, dass auch die Heidesträucher auf der Wiese vertrocknet und faulig waren. Ich fotografierte das Innere der Umzäunung mit dem Handy. Die Container, die Lodge, die Einfahrt, die Patrouille. Und natürlich das Einstiegsloch bei der Ladies' Chapel, das von einer mannshoch aufgespannten Zeltplane abgedeckt wurde. Hey, was machen Sie da? Ein drahtiger Typ in dunkler Tarnkleidung. Im Gürtel steckte eine 9mm Makarov. Runter vom Baum. Ich hab Sie was gefragt. Hallo. Bin ein bisschen spazieren gegangen. Spazieren, hä? Auf dem Baum oder was? Hä? Wen glaubst du, kannst du hier verarschen? Ein zweiter Kerl. Breiter und größer. Kurzgeschorene blonde Haare und Stirnacken. Wie sein Partner trug er Armeekleidung und eine Kevlar-Weste darüber. Die Maschinenpistole über seiner Schulter schien für ihn nur ein lästiges Anhängsel zu sein. Lieber spielte er mit dem 12 Zoll langen Armeemesser zwischen seinen Fingern. Hey, hey, hey! Nicht so schnell, mein Lieber. Ich will mich nur ausweisen. Ja, ich bin Polizist. John Sinclair, Metropolitan Police. Forest Gate Police Station also. Ist das nicht in Newham? Also hast du hier rein gar nichts verloren, Junge. So sieht's aus.
Ein paar unserer Leute waren in das Feuergefecht letzte Woche hier verwickelt. Darum wollte ich mal nachsehen, was sich so verändert hat seitdem. Nachsehen? Das ist eine ganze Menge. Sie haben hier aber nicht nachzusehen. Das Gelände ist abgesperrt. Sagt wer? Sagt der Zaun, vor dem du stehst. Wir haben den Befehl, jeden, der sich dem Gelände nähert, zu überprüfen. Also beide Hände an den Baum und die Beine auseinander. Wenn ich mir dafür Ihre Personalien aufschreiben darf? Machen Sie lieber keinen Ärger. Wir sind befugt, Gewalt anzuwenden. Ließ es geschehen, dass mich der Stiernacken packte und mit dem Gesicht gegen den Baumstamm drückte. Beine auseinander, hab ich gesagt. Es war teuer für Sie beide und teuer für den Auftraggeber. Hey, guck dir das mal an. Auf welchem Flohmarkt hast du das Teil denn mitgehen lassen? Man kann damit telefonieren, es reicht mir. Tja, jetzt nicht mehr, Bruder. Ups, bitte sehr. Wie gesagt, das wird teuer für Sie. Und jetzt verschwinden Sie von hier. Ihnen ist hoffentlich klar, dass ich wiederkommen werde. Ich freue mich schon drauf. Und jetzt verpiss dich. Oder du lernst mein Messer kennen. Oh. Ha? Ha? Na dann. Na also. Wiedersehen, Mann. Schönen Tag noch. Ich hob die Hand zum Gruß und folgte dem Pfad zurück in den Wald. Bei der Erle angekommen, warf ich einen Blick zurück. Ernie und Bart standen noch immer unten am Zaun, als wollten sie sich davon überzeugen, dass ich es mir nicht doch noch anders überlegte. Ich ließ die Anhöhe hinter mir und wartete 10 Minuten, bevor ich kehrt machte und abseits des Pfades im Schatten der Sträucher zurückschlich, wobei ich versuchte, möglichst außerhalb der Kamerafelder zu bleiben. Niemand mehr zu sehen. Unbehelligt erreichte ich den Baum und fischte mein Smartphone von dem Ast, auf den ich geklettert war. Sobald ich mich wieder im Wald und außer Sichtweite des Abteigeländes befand, warf ich einen Blick aufs Display. Eine Nachricht von Powell, die Adresse von Shelford und 2 Anrufe in Abwesenheit von Shaw. Ohne Nachricht. Es war kurz nach 11, also lief das Kreuzverhör schon. Ich wollte das Handy gerade in der Jackentasche verstauen. Morgen, E. Schön von Ihnen zu hören. Glaub nicht, dass Sie das schön finden werden. Ich habe gerade versucht, Powell zu erreichen. Ist in der Annäherung, zusammen mit Shaw. Ach ja. Tja, also, ich habe gerade das Ding auf meinem Tisch, das... Na, Sie wissen schon, die Leiche der Frau aus dem Rettungswagen in Belvedere. Und? Falls Sie wissen wollen, was mit ihr los ist, sollten Sie sich lieber beeilen. Nicht mal ein Bier im Kühlschrank. Im Vorratsschrank 2 Dosen Bohnen, die Shelford offenbar vor seinem Abgang dort vergessen hatte. Und eine Packung Zwieback. Das MHD war abgelaufen, aber scheiße, sollte er vielleicht noch trockener werden? Zurück konnte er nicht mehr. Jedenfalls nicht zu Seaways. Aber vielleicht zu Jake und Lenny. Jake, Lenny und er. Das Dream Team, das früher die Partys organisiert hatte. Da war doch auch immer dieser andere Typ dabei gewesen. Gosh oder so. Ein Späthippie, der ein paar Jahre in Indien gewesen war und jetzt irgendwo nördlich von London im Wald sein eigenes Gras züchtete. Wo ist die denn? Nicht die schlechteste Adresse, um für ein paar Tage unterzutauchen. Lenny? Echt jetzt? Ja, können wir kurz sprechen? Ja, ist ganz schlecht, Mann. Hey, hey! Was weiß ich, vielleicht in der Kiste. Hey, weißt du, wer da gerade dran ist? Störe ich euch etwa? Was? Na, nee. Lenny hat mir wieder die scheiß Kabel verlegt. Ich muss gleich um die Getränke kümmern. Mann, heute Abend, das ist eine Bomben-Location, Mann. Eine Lagerhalle in Dengen, total unbewacht. Na, Bock auf die Adresse? Nee, lass mal. Aber kennst du noch diesen Typen aus dem Wald, der damals immer dabei war? Josh? Klar. Der ist nachher auch da. Stimmt. Aber wie
Wieso? Was willst du von ihm? Ist eine längere Geschichte und ihr habt ja auch zu tun, also... Ja, stimmt. Muss weitermachen. Also, kommst du jetzt vorbei oder nicht? Ja, okay. Gib mir die Adresse. Hey, cool. Oder warte mal, ich schick Lenny zu dir. Der geht mir sowieso auf den Sack mit seinem Kackelaber. Nein, lieber nicht. Ja, ich muss bin weg. Gleich da, Mann. Er holt mich heute Abend um 6 ab. Da könnt ihr euch ein bisschen beschnuppern. Dann kommt ihr wieder klar. Nein, warte. Es wäre echt besser, wenn... Lenny, wie oft... Mist. Dies ist die Mailbox von... Jake Edwards! Shelford nahm die Bohnen vom Herd und setzte sich an den Küchentisch. Sein Schädel brummte wie ein Bienenstock. Schwachsinnsidee, hierher zurückzukehren. Nicht nur wegen Seaways, die hier zuerst nach ihm suchen würden, sondern auch wegen Mrs. Eldridge nebenan. Er dachte wieder an Steve, das Monster. Vergiss ihn und hau endlich ab von hier. Oder willst du, dass sie dich nach Abbeywood zurückbringen? Jetzt, da er sich durch seine Flucht verdächtig gemacht hatte, würden sie ihn natürlich erst recht rösten und sezieren, bis sie alles aus ihm rausgeholt hatten. Was er über den Würfel in Erfahrung gebracht hatte, welche Informationen er an Lockhart weitergegeben und wen er darüber hinaus in seine Pläne eingeweiht hatte. Und das war das Problem. Alle, die er eingeweiht hatte, waren tot. Shelford hatte nicht die Absicht, ihr Schicksal zu teilen. Er steckte den Zwieback ein und warf sich die Jacke über, als an der Wohnungstür mit einem Schlag die Kopfschmerzen zurückkehrten. Irgendein Teil seines Gehirns explodierte und Shelford spürte nicht mehr, wie er zu Boden ging und die Zwiebackpackung unter sich zerdrückte.